Liebe Strategiefans und Feuerameisenfreunde, ja, wir werden es heute nochmal versuchen. Und zwar wieder Mission 4-2, eine ferne Brücke. Auf Schwierigkeitsgrad Mittel. Und die Ameisen, die dann nach einer Zeit umsonst schlüpfen können. Ja, ich denke, dass ich einfach zu langsam war und das mit den Höhenunterschieden an der Oberfläche halt Schwierigkeiten hatte, das einzuschätzen. Jetzt einfach alles ein bisschen schneller machen. Wir hatten es ja fast geschafft gehabt. Ich werde am Anfang ein bisschen was für euch rausschneiden, dass ihr den Anfang nicht nochmal sehen müsst. Und dann werden wir, ich denke mal, sobald wir einige Fortschritte an der Oberfläche gemacht haben, hole ich euch dann dazu. Bis gleich. Okay, gut, Leute, dann hole ich euch mal dazu. Wir haben hier wieder eine große Gruppe aus Feuerameisen, hier bis zu 54. Hier baue ich gerade Verteidiger. Bin gerade in der Gruppe 1. Sammeln hier ein bisschen Nahrung. Wir haben 5 Blattläuse. Und ja, haben hier schon ein bisschen aufgeräumt. Und ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Und dann weiter hier die zweite Feuerameisengruppe ausbauen. Nahrung wird hier gelagert. Und an der Oberfläche ist halt schon vieles überschwemmt, aber ja, so ist das halt. Ja, Population. Man kann übrigens, also 1er Arbeiter sind viel günstiger als 2er Soldaten, um hier die Population voll zu bekommen. 3er Soldaten ist dann halt wieder die Geschichte, dass man bei den Feuerameisen ja auf einem Dreierfeld dann 2 Ameisen kriegt. Ja, muss praktisch 120 zahlen für eine 3 Ameise. Für 2 3er Ameisen. Aber nur, also 60 pro 3er Ameise. Aber für einen Arbeiter kriegt man jetzt schon für 20. Also ist halt viel günstiger hier, um die Population voll zu bekommen, nur durch Arbeiter. Aber man braucht natürlich auch die Feuerameisen zum Kämpfen. Ja, gut, bauen wir ruhig hier noch weiter. Feuer noch auf Level 3. Einmal einsammeln. An ant has fallen victim to a carnivorous plant. Können wir da mittlerweile rüber? Ja, könnten wir sogar. Ja, versuchen wir das mal. Da gibt es halt richtig viel Nahrung, wenn es klappt. Dann schieben wir das ja einmal. Weil die Dreier, die gehen auch mit dahin, sonst wird das eh nichts. Noch auf dem Weg Nahrung einsammeln, ja. So, mal die 5 hier noch zu kriegen. Ja, weiter ausbauen. Hier ist alles auf 3.
Ja, und man muss halt immer schauen, dass die Wasser haben, um sich so abzustützen praktisch. Also sie können sich nicht einfach so... Stell dir vor, da wäre jetzt kein Wasser und die ersten wären nicht da, dann würden die ja praktisch hier auf die Wand klatschen, ja? Das ist schlecht da gerade. Er fällt die Brücke an? Nee. Okay, geschafft. Verspielig. Upgrade auf 3. Ah, hier erstmal auf 2. Auf 3. Uff. Oh je, alles fürs Team, Leute. Alles fürs Team. Eieiei. Eine Gruppe kleinen, also von wenigen Arbeitern. As the water draws ever nearer, more insects begin to wash up on the bank. The Invicta colony must maintain control or risk being overrun. Okay, noch mehr Nahrung. Ja, die kriegen wir jetzt nicht mehr wahrscheinlich, oder? Doch. Nee. Jetzt geht's wieder nicht. Wo das Wasser. Vielleicht gab es vorher einen anderen Weg und der jetzt überschwemmt wurde. Hier rüber. Okay. Und der Weg oben rüber, der ist noch nicht freigeschaltet. Okay. 18. Erstmal den. Okay. Jetzt hier angreifen. Na, die Nestgruppe ist ziemlich klein, das dauert dann, bis die hier sind. The battle has begun. Nahrung, sehr schön. Na, da ist einer. Da haben wir noch eine Gruppe. Hier dann noch Arbeitser. Die helfen da bei der Nestgruppe mit. Kriegen wir da noch was? Okay. Dann auf. Beschleunigungsfeld. An ant has fallen victim to a carnivorous plant. Upgraden. So, wie sieht's aus? Okay, die sammeln auch Nahrung ein. Okay. Und da kommen wir noch nicht hin. Alles klar. Da kommen wir auch noch nicht hin. Da unten? Okay, da kommen wir hin.
Da kam jetzt auch noch einiges. Hier im Beschleunigungsfeld. Upgrades auf 3. Beziehungsweise 2. Und hab das. Oh, das sieht doch gut aus. Überschwemmt. Überschwemmt. Da kommen wir noch nicht hin. Zu den Gegnern kommen wir auch noch nicht. Da oben? Nee. So. 3. Saturn greifen an in 27. Ja gut, dann sammelt noch Nahrung ein auf dem Rückweg, aber kommt zurück. Bitte ausbauen, weiter upgraden. Wasser steigt gleich wieder in einer Minute. Again, the floodwaters rise. The washed-up invertebrates panic and a stampede ensues. The Invictus soldiers must form ranks quickly. Oder wurde, ist das Wasser schon gestiegen jetzt? Glaube nicht. Greifen wir die proaktiv an hier. Okay, Wasser steigt gleich, das heißt, wir können schon mal dahin. Ah. Auf geht's, Feuerameisen. Und darüber geht's noch nicht. Okay, dafür muss das Wasser noch einmal steigen. Kann man denn die Gegner angreifen? Okay, das würde jetzt funktionieren. Ja, dann sammelt doch einmal hier die 7. Und dann greifen wir Gegner an. Das hört sich ja gut an. So. Auf 3. Was haben wir? Und dann halt die Gegner. Feindliche Kolonie. Im Feuerameisen, auf geht's. Eben. Das ist natürlich auch lecker, ja. 600 Nahrung. Has fallen victim to a carnivorous plant. Riesenbrücke. Kommen wir den neuen noch mit.
Ah, noch mehr Arbeiter. Aber eine richtig große Arbeiterkammer. Vielleicht hat er auch die Population. Ja, wir können schaffen das, glaube ich, nicht alles. Aber da ist ja noch einiges an Nahrung zu holen. Okay. Ah, jetzt haben wir zumindest schon mal 22 Blattläuse. Im Wie viel Nahrung ist denn da noch? 120. Warum sammeln die keine Nahrung? Ja, muss die Pheromonspur wirklich draufsetzen, okay. Ach, weil die Nahrungslager voll sind. Eieiei, Leute, sorry. Ah, blöd. Ganz viel Zeit verloren. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Nahrung dort abgebaut. Haben wir hier die Nahrungskammer ausbauen. Feuerameisen. Ja, dann haben wir es auch abgebaut. Cool. Gut, dann greifen wir hier noch an. Ah! Ja, okay. Dann zurück natürlich. Auf geht's! Bringt die große Libelle auch noch Verstärkung mit, Wahnsinn. Ah, da kommt jetzt hier her. Ganz viele kommen von unten als Verstärkung und hier halt auch. Durch die Nahrung. Alle gestunt, Wahnsinn. Es geht natürlich super schnell. The skimmer's stamina is beginning to wane. She leaps away from battle and prepares to take off. If the ants want to prevent her escape, they'll need to act quickly. Aber nein. Her wings weighted down with fire ants. Und wir machen das anders. Strength to take off. Ja. Packen ein paar halt in die Nestgruppe mehr. So, die Libelle ist down. Crippled by relentless stings, the great skimmer's attempt to flee became ever more futile. Finally collapsing atop the mound, she succumbs to the fire ants. Dismemberment will follow. Nahrungsfelder. Ja, mal schauen, vielleicht bringt das ja noch was hier. Upgraden.
Nahrungsfelder upgraden. Ah, noch mehr Nahrungsfelder. Upgraden. They can to improve these food stores. Ja, upgraden. The battle has begun. Okay. Wasser steigt in 34. Okay, wird nix. Wir zurück. Wir nehmen die alle. Aber die können ja. Kostenfrei nachschlüpfen, hoffentlich. The little black ants have been defeated. Ah, da leuchtet ganz viel. Okay, wir haben sie noch besiegt, aber. Wasser steigt halt, ne? Ja, überschwemmt. Zack, wir haben ganz viel verloren. Aber viel ist auch nachgeschlüpft dann. The pond continues to swell, finally drowning what remains of the Monomorium colony. The fire ants watch as it sinks into the murky depths, foreshadowing their own demise. So, dann hier noch weitermachen. Da gibt es auch noch einiges an Nahrung. Ja, einfach durch. Komm. Nur so viele Ameisen. Ja, da gibt es 200 Nahrung. Dann bauen wir jetzt noch einfach Arbeiter. Kostengünstig, um die Population an, zu steigern. Kosteneffizient. Also noch ein paar Frösche. Auf sie! Wir hätten noch 200 Nahrung, 200. Ah. Alter. Ameisen versammeln! Okay. Dann auf. Oha, Leute. Ich glaube, die haben auch Panik hier. Ich kämpfe sogar gegeneinander. Auf geht's! By joining their bodies together to form a giant raft, the fire ants were able to ferry the queen from the mound just as the nest filled with water. Their perils are not over, but they've shown great resilience and an ability to survive in this harsh environment. Wherever they land, the creatures of the swamp will quickly come to know the might of the fire ants. Okay, da treiben sie davon. Aber sind nicht ertrunken, haben halt eine Brücke gebaut. Praktisch eine schwimmende Brücke. So, ja, dann zusätzliche Nahrung fürs Formicarium.
Und ja, dann schauen wir uns noch mal einmal kurz das Formicarium an. Eat hearty. Grow strong. The work will continue soon. Hello? Shh. Oh, it's you. Is something wrong? No. Ja, wir haben jetzt mittlerweile einmal Feuerameisen, einmal Fernkämpfer auf 3, Tanks auf 3 und jetzt hat noch einiges an Nahrung bekommen. Und dann, ja, werden wir beim nächsten Mal uns hier die Formicariums-Herausforderung anschauen. Und ja, wird wahrscheinlich nicht im ersten Anlauf funktionieren und dann muss man das Formicarium entsprechend ausbauen. Vielleicht nochmal 1, 2, 3 Missionen abschließen, aber praktisch ein bisschen grinden. Vielleicht ein paar Erfolge dadurch abschließen noch. Und dann schafft man es irgendwann. Okay, gut Leute. Bis dann. Bye bye.